In fast allen Weltreligionen geht es darum, dass man mehr gute Taten als böse Taten vollbringen soll. Das heißt, dass du mindestens am Ende deines Lebens einen mindestens 51% Überhang haben musst von guten zu schlechten Taten. So. Das Problem ist dabei, dass du nie wissen kannst, welche einzelne Tat jetzt eigentlich wie zählt und wie gewichtet wird. Und deshalb Menschen dieser Religionen, Anhänger dieser Weltreligion, bis zum Ende, bis zu ihrem Tod, in völliger Ungewissheit und Sorge leben müssen, ob sie zum Beispiel noch einer Oma mehr die Tür hätten aufhalten sollen oder ob sie noch 1 Euro mehr hätten spenden sollen. Das klingt vielleicht kurios, ist es aber nicht, sondern stürzt echte Menschen auf der Welt in regelrechte Verzweiflung und teilweise in Suizide. Jedenfalls, dieser Rahmen mit dem 51% Überhang, der trifft zu auf alle großen Weltanschauungen außer den Buddhismus und außer das Christentum. Das sind die 2 Ausnahmen unter den Weltreligionen. Ich spreche jetzt fürs Christentum. Im Christentum geht es im Kern darum, wie schuldige Individuen, die das wirklich von Herzen wollen, wie schuldige Individuen vor dem jüngsten Gericht freigesprochen werden können. Und dass dieser Freispruch, dass das den Individuen, die das von sich aus wollen, dass dieser Freispruch angeboten wird als ein freiwilliges Geschenk von Gott. Ich will das nochmal unterstreichen. Es geht im Christentum um schuldige Individuen, die eine freiwillige Entscheidung treffen. Es gibt also 2 Gruppen von Menschen, die das Christentum nicht hauptsächlich anspricht. Gruppe 1. Wenn du unschuldig bist. Unschuldig heißt nicht, mehr gute Taten als schlechte getan zu haben, sondern es heißt, unschuldig zu sein. Keine schlechten Taten, sodass keinerlei Schuld an dir haftet und es kein Leid, keine Ungerechtigkeit und keine Unheiligkeit gibt, die du in die Welt gebracht hast. Das heißt es, wirklich unschuldig zu sein. Und wenn du wirklich unschuldig bist, beispielsweise ein neugeborener Säugling oder ein Säugling vor der Geburt oder jemand mit schwerer geistiger Behinderung, der nicht Herr seiner Taten ist, wenn du wirklich unschuldig bist, dann brauchst du logischerweise keinen Freispruch beim jüngsten Gericht, weil du beim jüngsten Gericht nicht zu befürchten hast. Und Gruppe 2, die das biblische Christentum nicht hauptsächlich anspricht, ist jemand, der schuldig ist, aber keinen Freispruch möchte. Das heißt, du weißt, dass du ein ewiges Wesen bist, aber du willst die Ewigkeit nicht mit Gott verbringen. Auch das gibt es. Dann wirst du dich für deine Schuld verantworten müssen und Gott wird dich nicht gegen deinen Willen zwingen, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Auf mich trifft das beispielsweise nicht zu. Ich weiß um das Leid, ich weiß um die Ungerechtigkeit und ich weiß um die Unheiligkeit, die ich in die Welt gebracht habe. Ich weiß, dass ich es verdiene, die Ewigkeit in äußerster Finsternis zu verbringen. Ich weiß, dass ich die Höllenstrafe verdiene und ich weiß auch, wofür ich das verdiene. Aber ich will diese Konsequenz nicht. Ich habe Angst vor den gerechten Konsequenzen meiner eigenen Taten, die ich selbst gewählt habe. Ich habe Angst vor der Hölle und das sollte ich auch. Ich will nicht, dass mir Gerechtigkeit widerfährt. Ich liege vor Gott mit meinem Gebet und vertraue nicht auf meine Gerechtigkeit, das ist ja hoffnungslos, wenn du schuldig bist, sondern ich vertraue auf Gottes Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit, die hat einen Namen, Jesus. Und ich bin Gott froh, dass Jesus einen Ausweg geschaffen hat, so dass ich nicht bekommen muss, was ich verdiene. Wie genau dieser Ausweg funktioniert und wie du ihn auch bekommen kannst, das habe ich dir hier unter diesem Video verlinkt. Jedenfalls ist das ein riesengroßer Unterschied. Ja? Der Himmel ist keine Bonuszahlung dafür, dass du im Leben gute Taten vollbracht hast. Der Himmel ist auch keine Belohnung dafür, Christ zu sein und die Hölle ist keine Strafe dafür, nicht in der Kirche zu sein oder so ein Blödsinn. Lass uns hier ganz klar sein.